Hey Leute, und willkommen zum zweiten Box-Opening von der Gamescom. Das erste war ja wunderschön, also an eurer Stelle, ich würde es mir auf jeden Fall ansehen, ganz klar. Und ich hoffe, diese Box hier wird besser mit versprochen Zelda und Dark Souls. Weh, da ist kein Zelda oder Dark Souls drin, dann kriege ich leicht eine Krise. Und es ist von Get Digital, das ist glaube ich so, man kann so monatlich abonnieren und so weiter. Kann man machen, glaube ich aber nicht, dass sich das rentiert. Davon gibt es ja tausende Hersteller schon, die so monatliche Boxen verschicken. Deiner hat einen Vollverknall. Also, ja, aber ich würde sowas nicht abonnieren. Würdest du es abonnieren, Deiner? Nee, okay. Sie würde es auch nicht abonnieren. Aber Leute, wir haben hier die Macht von Grayskull von der Schere. Werde ich mal versuchen, hier reinzukommen. Ohne etwas zu töten. Was hat die gekostet? Ich glaube, der hat 30 Euro gekostet. Ich glaube, 29,90 war die, glaube ich. Und ein T-Shirt dazu, genau. Aber Leute, Diana, sieht man viel? Oh nein. Oh, das sieht schon mal cool aus. Es sieht schon mal besser aus als die letzte Box. Wir haben ja eine Lootbox, das zeige ich absichtlich nicht. So, fangen wir mit dem Größten an wahrscheinlich, ja, ne? Fangen wir mit dem Größten an. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Eine Metallwandkarte, also man nagelt sich das an die Wand und das ist auch wirklich aus fucking Metall da, ne? Also es ist wirklich Metall und das sieht cool aus. Also ein Link bzw. Zelda-Schild, das kann man machen. Ich werde mal die Box aus dem Bild ziehen. So. Mal gucken, was haben wir noch drin? Was haben wir denn noch da drin? Was ist das denn schon? 25 Jahre Springfield könnte das sein? Da ist ein Hummer drauf, oder? Ist da ein Hummer drauf? Ja. Könnte 25 Jahre Simpsons sein? Wir gucken mal rein, Diana. Ich mal kurz wieder aus dem Bild. Okay, wir brauchen eine Schere hier. Aber das Zelda-Wandschild ist schon mal nice. Das geht schon mal mehr als die letzte Box. Okay, was haben wir hier? Oh, wir haben ein Tütchen, Diana. Kannst du es vor der Kamera öffnen? Ich komme gerade nicht ran. Da kannst du es überhaupt öffnen. Zeig mal rein. 25 Jahre Simpsons. Keychains. Okay, jetzt ein Schlüsselanhänger. Wenn ich das richtig verstehe, ist das ein Schlüsselanhänger. Was haben wir hier? Das war von... wie heißt denn? Grandpa Simpson. War das im Krieg quasi sein Bataillon sozusagen. Die hatten einen Schatz versteckt, verschiedene Bilder geraubt und so weiter. Das ist aber eher was für Hardcore-Simpsons-Fans. Das kennt nämlich nicht jeder. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt nicht so bekannt ist. Dann haben wir hier noch zweimal ein selbst aufblasendes Lichtschwert. Wie geil, Diana! Wir kämpfen! Wir müssen es nachher testen, ja. Ich werde mit Diana einen epischen Fight austragen müssen, leider. Ein selbst aufblasendes Lichtschwert. Mega nice! Ist wie gesagt alles schon besser als die letzte Box. Und wie versprochen, es war Zelda drin. Mal gucken, ob Dark Souls auch drin ist. Oh Gott, ein Buch! Oh mein Gott. Die Philosophie in Star Trek. Was steht da oben drauf? Ich kann nicht sehen. Geh mal kurz. Entschuldigung, wozu braucht Gott ein Raumschiff? Okay. Auf jeden Fall, Leute, ein bisschen philosophieren. Ja, warum braucht Gott ein Raumschiff, ne? Man weiß es nicht. Logik ist der Anfang aller Weisheit. Und sogar mit Zeichnungen stand drauf. Ja, Illustrationen. Ein paar sind drin. Naja. Ja, Star Trek, nein. Diana, okay, ja. Es gehört Diana, hat sie gesagt. Da ist echt viel drin, ne? Also ich bin begeistert. Die hat jetzt nur 5 Euro mehr gekostet als die letzte. Muss man einmal überlegen, ne? Was haben wir hier noch? Okay, das ist Merch, sieht aus. Ist das von Get Digital Merch? Da will ich es nicht unbedingt zeigen. Bin mir nicht sicher, ob das einfach nur so Süßigkeiten sind und so weiter. Müsste man näher reingucken. Nerd-Party-Luftballons, Leute! Ja, fällt da jeder die Brille runter? Was steht da drauf? Moment mal kurz, da steht drauf... Achievement unlocked, oh! Installing Skills, Loading Party und natürlich die 42, Leute. Da sieht man das? Ich hoffe, man sieht was. Die 42, Leute. Party-Luftballons für Nerds finde ich mal ziemlich lustig. Leute, die Box ist geil, habe ich das schon erwähnt? Ihr habt das letzte noch nicht gesehen. Ich glaube, das letzte wird das coolste werden. Dann haben wir noch ein Star Wars R2-D2. Ist das ein Holz? Ja, ein 3D-Modell aus Holz von R2-D2, Leute. Diana, ist das auch was für dich?
Es ist von fucking Disney. Es ist von Disney. Nicht schlecht. Was habe ich mir gekauft schon mal? Guck mal. Was haben wir denn hier? Das ist geil für die Brieftasche, ja. Soll man zwar nicht ein Flugzeug benutzen und so weiter, aber nice. Wie gesagt, die Box überrascht mich. Ist jetzt echt nicht schlecht. Und wie gesagt, es ist versprochen Zelda gewesen, ne? Und es war versprochen Dark Souls, Leute. Es war versprochen Dark Souls. Wir haben hier ein You Died Puzzle. Dann, ja, das werdet ihr, glaube ich, am öftersten sehen überhaupt, wenn ihr, Dark Souls spielt. Ihr sterbt nämlich die ganze Zeit. Und das ist ein Puzzle, Diana. Das ist ein Dark Souls Puzzle. Aber ist das nicht geil? Ein Dark Souls Puzzle, Leute. Mega nice. Das ist wirklich schön. Und kurz hinten drauf, nur weiß, okay. Aber wirklich geil. You Died, vor allem, wie gesagt, das sieht man ständig im Spiel. Es ist das drin, was versprochen wurde. Es wird spiegeln, ja. Das Zelda-Schild ist halt auch eins nice, ne? Muss man schon sagen. Das ist halt echt blech. Gute Ausbeute. Ja, also das war eine Lootbox, Leute. Das waren die, ich glaube, 29 Euro, ja. Das war es auf jeden Fall wert. Das ist geil. Vor allem das Puzzle freut mich. Das gefällt mir wirklich. Ist, denke ich, ein bisschen schwer zu bauen mit dem ganzen Schwarz. Aber es ist geil. Also macht man die Wand hängen und ja, R2-D2, man hat hier echt viel Beschäftigung, sagen wir mal so. Vor allem natürlich die Lichtschwertkämpfe, ne? Selbst aufblasend, ne? Ich sag's nur, Diana, das wird lustig. Du wirst leiden. Glaubst du? Diana, also ja, Diana. So, ja, das war das zweite Box-Opening von der Gamescom. Mehr Boxen hat man nicht gekauft, aber Diana hat auch ein Happy Pokémon Bag geöffnet. Schaut auch gerne mal bei ihr vorbei. Link in der Videobeschreibung zu ihrem Kanal. Und ja, Leute, schreibt auch gerne in die Kommentare, war die Box besser als die vorige oder war die vorige für euch besser? Schaut gerne mal in die andere auch rein, das andere Box-Opening und die ganzen Pokémon-Openings natürlich auch, ne? Leute, ich glaube, so eine Box würde ich mir echt nochmal kaufen. Das ist wirklich geil. Vor allem, ja, man sucht, es ist halt alles eine Überraschung, ne? Ich mag auch den Insider von der Simpsons hier. Es ist halt einfach, ja, ich finde es geil, es ist wie Weihnachten. Leute, lasst euch mal ein Abo da, um nichts zu verpassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, im nächsten Let's Play. Leute, viel Spaß, haut rein und ciao.